Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, einer weiteren Karte der Edain-Mod. Und heute spielen wir in Fangorn. Dieser dunkle und rätselhafte Wald ist die Heimat Baumbarts und der Baumhirten. Ja, und da wir heute in Fangorn, der Heimat der Ents, wie ihr schon seht, spielen, ist natürlich auch ganz klar, mit welcher Armee wir hier antreten in Fangorn. Denn sowohl Baumbart als auch seine Ents sind natürlich nur als Einheit aktiv bei einer einzigen Fraktion spielbar. Und das sind nun mal die Elben Lothloriens, mit denen wir nun also logischerweise hier in den Krieg ziehen werden in Fangorn. Auf der Zwei-Spieler-Karte hier und ja, für den zweiten Spieler, unseren heutigen Kontrahenten, habe ich mir auch jemand ganz bestimmten ausgesucht, denn Isengard, gegen die wir heute kämpfen werden, die haben ja auch eine sehr, ja, spezielle Verbindung zum Fangornwald, würde ich mal sagen, denn die Uruk-hai haben ja unter Befehl Sarumans das Holz dieses altehrwürdigen Waldes in den Schmiedeöfen Isengards verfeuert und ja, für diesen Frevel werden sie heute massenhaft mit Uruk-Blut bezahlen. Dafür werde ich höchstpersönlich sorgen. Isengard allerdings auf brutal, also wird ein sehr, sehr harter Gegner, wie ihr schon seht, im direkten Duell. Spieleinstellungen, um das Ganze abzurunden, sind die Siegpunkte, halte mehr als die Hälfte der Vorposten. Und ich würde vorschlagen, wir legen direkt los mit Fangorn. Auf geht's! Wollen wir nochmal sehen, ob die Elben ein paar dieser dunklen und alten Rätsel im Wald lösen können. Wäre doch nicht schlecht. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Bereit? Und wir nehmen hier gleich schon mal die ersten Siedlungsplätze ein und bauen ein Galadrim-Quartier. Ich bin ein sehr großer Freund der Galadrim, wie ihr sicher wisst. So. Erstmal einen Malornbaum. Ihr macht mal eure Grenzwächter-Patrouille. Und geht hier drauf und wir holen gleich mal das Horn Lothloriens mit an den Start. Dass wir das nochmal mit in petto haben. So. Dann gehen wir hier nochmal schön drauf. Zauber. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Okay. Gebäude sind ready. Na los, legt den letzten Ork auch noch um. Und dann werdet ihr den Hort dieser garstigen Kreaturen noch zerstören. Sehr schön. So, ihr geht mal hier oben hin. Ihr sackt die weiteren Schätze ein oder geht mal hier hin. So, Tempo, Tempo, Grenzwächterpatrouille. Tja, was zur Hölle, ein Eschenend, ein wilder End. Scheint aber eher pazifistisch veranlagt zu sein, denn noch tut er mal Malonbaum nichts. Ich hoffe, ich habe es damit jetzt nicht beschrien, dass er den gleich zu Kleinholz verarbeitet, aber eigentlich sollte so ein End ja Bäume mögen. Wenn Isengard hier seine Minenschächte oder Schmelzöfen baut, sollten die das doch eher killen, aber ich befürchte fast. Ah, nächster Orkstamm und erster Vorposten, die sind ja entscheidend heute. Ich befürchte fast, die Ents machen da keinen großen Unterschied zwischen unseren und den Gebäuden von Isengard. Aber vielleicht ja doch, wer weiß das schon. So, und die Orks sind ordentlich am Austeilen. Hab ich gar nicht so gedacht. Lasst sie nicht durch! Na los. Mach das Ding kaputt. Ich baue Galadrim-Quartiere zum zweiten. Ja, und der End macht wirklich momentan noch nichts. Wir müssen die Wälder schützen. Das ist ja auch ganz gut so. Macht euch bereit. Sehr schön. So. Ihr kehrt mal zurück zum Lager. Und wir müssen unsere Heimat verteidigen. Ihr könnt mal da oben ausspionieren. Ich hoffe, da verbirgt sich jetzt nicht auch noch ein End. Das fände ich irgendwie nicht so witzig. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Ich werde auch mal eine Bataillon Galadrim ausbilden. Oh, Gollum. Gollum, Gollum, Gollum. Der hat jetzt erstmal Prio, vor allem, weil da auch ein End ist. So. Ihr werdet Gollum von oben abfangen. Na los. Das wäre natürlich nice, wenn er mir direkt am Anfang hier in die Hände fällt. Der Gute. Von Isengard auch noch nichts zu sehen. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. So, Gollum.
Es gibt keinen drinnen. Kannst du noch so sehr hecheln. Der Ring ist hier. Zieht eure Waffen, El. Bleibt wachsam. So. Das ist der Weg. Der Feind kommt her. Bauen wir hier mal ein Heiligtum. Da haben wir schon die ersten Feinde. Zieht eure Waffen, Elben. Dann sollten wir recht schnell versuchen, Galadriel zu rekrutieren. Das wäre wichtig. Aber das ist natürlich sehr nice, dass wir jetzt den Ring schon so früh bekommen haben. Das finde ich äußerst nett. So. Okay, ihr bleibt mal zurück. Das überlasst ihr den Galadrim. Diesen Malonbaum da auszumerzen. So. Das Gebäude ist fertig. Komm schon. Nächstes Heiligtum, sehr gut. Lasst sie nicht durch! Haltet ein! Okay. Macht keinen Lärm. Sie attackieren unsere Rohstoffe. Zieht euch doch mal ein wenig zurück. Wir müssen die Wälder schützen. Haltet nach dem Feind Ausschau. Wir müssen jetzt hier nämlich ein wenig. Alter. Alter! So, ihr zieht euch mal ganz ins Innere zurück. Ja, zieht sie wirklich mal. Und ihr zieht sie gegen diesen Rambock, weil Ramböcke sind echt irgendwie nicht so geil. So, sehr schön. Ich baue das nächste Heiligtum. Jetzt brauchen wir ein wenig Defense. Ja, das Ding ist verloren. Seid bereit, Elben! Wir müssen die Wälder schützen. So, geht doch mal auf eure Bögen. Sehr schön. Lasst sie nicht durch! So, dann killt jetzt nochmal diese Waagreiter. Ihr schwärmt kurz aus und baut da nochmal einen Malonbaum hin. Und ihr holt euch die. Die werden nicht noch eins von meinen Dingern kaputt machen. Sie greifen einen unserer Malonbäume an. Macht euch bereit, Elben. Und Rückzug. Achtet auf eure Schritte. Unsere Stadt wird größer. So. Na los. Okay. Die Frage ist, welchen Helden hole ich jetzt als nächstes? Das Gebäude ist fertig. Die sollten da eigentlich abgeknallt werden. Lasst sie nicht durch! Ich sagte, die sollten eigentlich abgeknallt werden. Sie greifen einen Malornbaum an. Ich werde erstmal wirklich Haldir holen. Das macht meiner Meinung nach mehr Sinn, um erstmal hier solide das Ganze verteidigen zu können. Momentan noch. Wir schützen unsere Heimat. So, jetzt den nochmal killen. Haldirs Brüder werde ich auch rekrutieren und dann sparen wir auf Galadriel. Und ich werde hier natürlich im dunklen Fangornwald auch ihre dunkle Ringfunktion nehmen. Galadriel nimmt den einen Ring an und wird zur dunklen Königin, zerstörerische Fähigkeiten, großen Flächenschaden. Lothlórien steht nicht mehr unter dem Schutz der Herren des Lichts. Dies Bündnis wird nun erneuert. So. Vor langer Zeit kämpften und starben wir. Okay. Halt ihr da drauf. Wir müssen den Feind zur eigentlich ihr alle da drauf. Haltet das Gleichgewicht. Die Galadrim ziehen sich hier mal ins Innere zurück. So. Wir brauchen jetzt Kohle. Wie viel kostet Galadriel maximal reduziert? 2-1. Das ist nicht günstig. Das ist bei weitem nicht günstig, aber wir werden die Kohle auftreiben müssen. Der Ent vegetiert hier immer noch fleißig rum, das ist doch gut. Bleibt wachsam! Sie greifen einen Malornbaum an. So. An die Schwerter. Geht ihr mal in den Nahkampf. Kämpft bis in den Tod, du ziehst dich da mal ganz schnell zurück. Das ist den noch nie gut bekommen. Sauber halt ihr. Sauber halt ihr. Okay. Sehr schön. Ihr habt euch regenerated. Shaku, okay. Alle auf Shaku. Helden sollten wir jetzt recht schnell in die Knie zwingen. Oder es zumindest versuchen. Sehr gut. So, Galadriel, ich brauche dich jetzt. Kommen nämlich schon wieder die nächsten Helden. Ihr bringt großes Übel mit euch. Und zwar Lurz und Wulfgar. Na gut, es hätte schlimmer kommen können. So, Haldir, zieh dich mal ein bisschen zurück. Die werden schon auf uns prallen.
So. Ich hoffe, Galadriel wird bald kommen. Weil jetzt wird es jedoch ein wenig unangenehm. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Ich werde auch schon mal gleich den nächsten Galadrim rekrutieren. Wann bist du da, Galadriel? Ein wenig dauert es noch. So, die beiden Helden stehen jetzt da. Und das ist mir erstmal egal. Wir müssen die Wälder schützen. Ihr bleibt jetzt hier. Hinterlasst keine Spuren. Haltet nach dem so. Das Rätsel um die Morgenklinge muss gelöst. Wir müssen umkehren. Nimm den Ring, meine Gute. Ich werde euch gut führen. So. Und dann nimm ihn an. Du gibst ihn mir freiwillig. Verbündete, ja, 15% weniger Rüstung. Ist mir egal. Ich leugne nicht, dass mein Herz sehr begehrt. So. Und jetzt schnell hochstufen. Wobei, was wir erstmal machen können, ist hier Verbündete innerhalb der Festung werden geheilt. So, Wulfgar, ich befürchte fast, du hast nicht so große Chancen. Na gut. Wenn Lurz noch mit drauf schießt, wahrscheinlich schon. So. Verbündete innerhalb der Festung werden geheilt. Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Ich spüre eine große. Hier geht alle mal auf Lurz. Und wir sehen, die haben jetzt natürlich weniger Damage. Junge, raus da. Ich bin verwundet. Komm da raus. Na gut, hau rein. Mutig voraus. Aragorn in Dunedain. So, Shaku ist jetzt auch mit am Start. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Jetzt kann schnell vorbei sein. Gönnt ihnen keine Rast. Saruman ist auch mit am Start. Er ist unerträglich. Ja, Rumil ist gefallen. Jetzt geht das natürlich fix, das Ganze. So, halt hier. Du kannst mal kurz Shaku plätten. Sauber. Dann zieh dich kurz zurück. Vorm guten Schlangenzunge. So, die beiden holen wir mal zurück. Genauso wie weitere Galadrim. Ja, es wird jetzt hier ungemütlicher werden. Bleibt wachsam! Befreit sie mit den Klingen der Elben! Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen. So. Haltet nach dem Feind Ausschau. Auf geht's, auf Saruman mit drauf. Die Balliste, die Balliste. Killt die scheiß Balliste. Haldir, darf ich dir das auftragen? Ich werd's einfach machen. So. Auf geht's, Galadriel. Haldir, bist du am Start? Sieht ganz gut aus. So. Schlangenzunge. Das ist der nächste. So, Rumil ist schon wieder gefallen. Alter, jetzt kommen die hier mit zwei Ballisten. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch wirklich nicht normal. Du gehst mal da oben drauf, genauso wie Haldir. Galadriel hält sie hier ein wenig fern. Noch ist die Zitadelle ja nicht gefallen. Kommt über uns. Sie greifen die Siedlungen an. Wir so, Galadriel. Wir müssen die Wälder schützen. Killt Wulfgar. Killt vor allen Dingen die Scheißballiste, ey. Sehr gut. Haltet nach dem Feind Ausschau. So. Geht da schön mit drauf. Ich fürchte, diese Unternehmung. Und unterstützt Galadriel. Sauber. Mein Ende ist da. Ja, halb so wild. Das Böse kommt über uns. Das Rätsel um die Morgenklinge muss gelöst werden. Bleibt wachsam. Hier geht erstmal da oben drauf. Wir koordinieren das Ganze jetzt erstmal. Haldir wird da oben ein bisschen gegenhalten. Wir schützen unsere Heimat. Hier geht da drauf. Wir ziehen an eurer Seite in diesem. Ja, und Galadriel macht da einfach ordentlich mit. Haltet nach dem Feind Ausschau. Sehr gut. Sehr gut. Okay, Haldir levelt schön. Galadriel hier drauf. Sehr gut. Dann hier weiter drauf. Du kriegst das schon hin. Ich glaube an dich. So, Celeborn, dein Herr Gemahl darf auch das Schlachtfeld betreten.
Kunde von Elrond von Bruch. Haldir zieht sich zurück und wir holen gleich, na los, nochmal die Speerhelden. So. Galadriel, zieh dich mal ein bisschen zurück. Der gute Lurz macht da Stunk. So, hier bauen wir eine Beorniger-Hütte. Wir müssen jetzt halt echt auf Verteidigung gehen. So. Auf Lurz, meine Lieben. Wir werden das hier nicht kampflos aufgeben. So. Die Frage ist, wann der gute Celeborn mal am Start ist. So. Galadriel, du wuppst das. Ich bin mir fast sicher. Fast. So. Grimbjorn ist auch deutlich vergünstigt. Na los, Celeborn, na los. Ein Schlag. Sauber. Okay. Nicht zu offensiv, mein Junge. Du kommst mal damit hin. Galadriel wird da unten Stellung beziehen. Ach, Celi. Das glaube ich fast nicht. Ah, Mann. Okay. Galadriel, du bist hier am Start, ja? Sehe ich das richtig? Haltet das Gleichgewicht! Boah, wir haben echt Truppen verloren. Wir haben echt Truppen verloren. So. Na los. Okay, 7 Fähigkeitspunkte. Darauf hätte ich natürlich auch mal ein bisschen achten sollen. Zwar nicht nur ein bisschen, sondern auch sehr. So, sehr schön. Celeborn ist jetzt recht teuer, den wieder zu holen. Aber Grimbjorn. Grimbjorn ist am Start. Wir können eigentlich hier mal auch das für ein paar Grimbjorniger nutzen. So. Rettet Grimbjorn. Galadriel, du rückst da nach vorne. Ah, die Dunländer sind schon ein Problem. Aber das kriegen wir schon hin. Etwas bewegt sich in der Dunkelheit. Galadriel. Steht mir zur Seite. Stufe 8. So, Orofin ist auch mal wieder gefallen. Das Böse kommt über uns. Sie greifen einen unserer Malornbäume an. So. Bei einem Grimbjorniger. Ihr drei geht mal da drauf. Und ich werde Grimbjorn dann gleich Grimbjorn. Celeborn dann gleich mal erwecken. Noch nie von ihm gehört. So. Du kannst Haldir mal helfen. Meine Gute. Und Radagast kann auch mitwirken. Sie greifen an! Einer der Malornbäume wird angegriffen. Würde Sinn machen. Ich will einen gefallen. Sehr schön. So. Die Dunländer, die da immer wieder kommen, nerven mich schon ein wenig. So, die Helden sind wieder am Start, sehr gut. Unserem Land droht Gefahr. Die vielleicht noch sein mögen. Er wird versuchen, so. Den Ring an sich. Zieht euch mal zurück. Okay, Enting ist jetzt zu teuer. Seine der Feind kommt über uns. Sie attackieren unsere Rohstoffe. Ziehen uns mal zurück. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Na, da haben sie den jetzt geplättet, okay. Aber wir haben hier langsam ein wenig was eine große Dunkelheit gewonnen. Wir müssen den Feind zeigen. Du gehst mal da unten hin. So, hier aktivieren wir das Imkern, weil Rohstoffe brauchen wir jetzt schon aktuell. Etwas bewegt sich in der Dunkelheit. Ungesehen. Es wird sich nicht zeigen. So, und die scheiß Ballisten müssen wir jetzt auch langsam mal plätten. So. Ich werde euch gut führen. Du wirst mal diese bekackte unser Pfad ist sicher. Hütte ausfindig machen, bitte. Er wird versuchen. Das sind ihre Gebäude. So. Galadriel kann da vorrücken. Celeborn geht mal da oben mit hin. So. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Wobei, ein paar
Grimbeorniger zusätzlich wären, glaube ich, besser. Galadriel Stufe 10, das ist übel. So, machen wir hier so einen Wirbelwind. Und den Wirbelwind schön einmal da durchjagen. Du ziehst dich ein wenig zurück, mein Lieber. Und ihr geht da oben drauf. Und momentan sieht es so aus, als könnten wir tatsächlich Isengard hier langsam aber sicher in die Knie zwingen. Und das wäre doch eine verdammt nice Sache. Okay, Leute, wir brauchen jetzt hier irgendeinen Plan, um weiterzukommen. Den werde ich jetzt auch mal ausarbeiten. Wir bauen hier ein Enting hin. Schicken Haldir mal hier oben hin. Lauf, Junge. Und lauf möglichst nicht in die Fänge von Wulfgar. Wir gehen. Das wäre nämlich dumm. Wir kehren auf sicheren Boden zurück. So, aber wenn der hier so offensiv ist, der gute Wulfgar, dann werde ich ihn mal ein bisschen rausholen. Er ist doch nicht etwa ein Zwerg. So. Hier können wir mal Imkern aktivieren. Das Rätsel um die Morgen. Galadriel und Co. Können auf die Balliste hier gehen. Oh, Taldir muss hier noch mit einem End zurechtkommen. Auch nicht uninteressant. So, der Enting kommt langsam. Okay, das sieht gut aus, Haldir. Das sieht sehr gut aus. Sauber. So. Dann rufen wir gleich mal Flinkbaum, den jüngsten der Ents. Haldir kann sich seine Belohnung abholen. Und Grimbeorn und Celeborn kommen mal hier hin. So, Galadriel. Einmal Macht des Ringes. Sauber. So. Baumwart ist dann gleich der nächste. Ich bringe Kunde von Elrond von Bruchtal. Ah, das ist gut. So. Stärker als die Grundfesten der Erde! Er ist unerträglich! Warum hast du schon wieder Schmerz? Okay. Weil das Ding dich plättet. Haldir, du baust da jetzt mal eine Lothlorien-Zitadelle hin und gehst damit drauf. So, Galadriel, lass sie mal fliehen. Und dann zieh dich ein wenig zurück. So, Celeborn. Ihr regelt das hier unten. Ja, das ist gut. Galadriel regelt das da. Und hier werde ich mal Tauriels Wache nochmal geschickt platzieren. So, auf geht's. Sehr schön, Grimbeorn. Baumbart auch endlich am Start. Oh, 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 Haldir. Kommt ein scheiß Rambock. Ey, hier den Überblick zu behalten, das ist auch einfach unmöglich. Haltet sie in Schach! Das ist echt unmöglich. Celeborn, zieh dich mal zurück. Zieh dich zurück. Und Galadriel kommt hier wieder ran. So, sehr schön. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir bräuchten jetzt hier so einen fetten Boost. Alter, Haldir bekommt auch aus dem Maul. Na los, rette deinen Mann, rette Haldir. Rette sie alle. Galadriel, rette sie alle. Sehr schön. So, das Stahlwerk müsste ja schon Platz sein. So, und was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist hier der Stern der Hoffnung. Stern der Hoffnung kommt mal hier mit. Sehr gut.
Sehr, sehr gut. Können wir mal drei Ents rufen und Flinkbaum beruft den Enting ein. Etwas bewegt sich in der Dunkelheit. Ungesehen. So, Stern der Hoffnung. Bleibst mal hier so ein bisschen über meinen Helden. So, Baumbart wirft das Ding mal ab. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, das sieht nach guter Arbeit aus bis hierhin. Die drei Ents kommen mal hier mit ran. Sehr gut. Und jetzt verteidigen eigentlich nur noch. Der Feind kommt über uns. Ach, wenn dann nicht wieder so viele durchkommen würden. Hier ist doch nicht etwa ein Zwerg. Na gut. Ich leugne nicht, dass rückt mal hier vor. Die anderen Jungs werden das schon machen. Na los, Junge. Sehr gut. Unsere Heimat ist in Gefahr. Bringe Kunde von Elrond von Bruchtal. Ihr rückt mal hier weiter vor. Ich bin verwundet. Kämpft bis in den Tod. Was machst du auch, Junge? Was machst du? Junge, lauf. Genauso wie Haldir. Wir ziehen uns jetzt mal alle hierher zurück und bauen einen Düsterwald vor Posten. Ja, und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. So. Gewölbe des Königs, Weinkeller. Weinkeller. Und am besten gleich noch ein Weinkeller. Wenn das denn klappt. Okay. Plättet mal die Ballisten. Ich möchte jetzt nämlich nicht, dass hier wirklich alles wieder kaputt gemacht wird. Ich bringe Kunde von Elrond von Bruch. Halt dir ein wenig zurückziehen, nicht zu offensiv, mein Lieber. Das Böse kommt über uns. Am besten sollte Galadriel wirklich an die Front. So, sehr gut. So, killt die Balliste. Killt Schlangenzunge. Sehr gut. Ich werde unser Volk beschützen. Zieht euch zurück. Sehr gut. Galadriel darf da ruhig ein bisschen pushen vorne, aber der Rest sollte ein bisschen zurückbleiben. Die Ents dürfen schon ein wenig werfen, das ist in Ordnung. Er wird versuchen, den Ring an sich zu nehmen. Aber ansonsten bleiben wir da mal ein bisschen defensiver. So. Hier bauen wir dann nochmal ein Gewölbe des Königs. Wir sehen den Feind. Tja, und dann? Dunländer können sie ja anscheinend auch immer noch rekrutieren. Der Feind kommt über uns. Alter, das war eine Minenladung. Das Rätsel um die Morgen. Ihr kleinen Pimmocks, ey. So sieht's nämlich aus. Hier einmal den Tornado durchgehen lassen. So, und dann können wir gleich auch die ersten Helden rekrutieren. Trunduil nämlich. So, dann machen wir langsam hier die nächsten Sachen Schrott. Sehr schön, Tornado. So, und die Ents können eigentlich schon mal versuchen, zumindest auf die Zitadelle zu werfen. Der Ent kann auch mal mit hier hinkommen. Sehr schön. Sehr gut. Baumbart. Du natürlich auch. So, Wein aus Dorvinion. Können wir jetzt auch gleich mal ranholen. Okay, der Ent ist definitiv noch zu dicht dran. Also wir brauchen schon ein wirkliches Angriffskommando, um da drauf gehen zu können. So, ihr könnt mal auf die vorderen Wachtürme gehen einfach. Mögen eure Seelen stark sein! Ein wenig defensiv noch, Jungs. Wir werden gleich den großen Angriff vornehmen. Mit den Ents.
Definitiv mit den Ents. Hier immer wieder diese Dunländer, die da auftauchen, ey. Als wäre es nicht langsam genug so. Elberit Gorotel. Die Schlacht hat begonnen. Ich werde jetzt alle möglichen Sachen mit ranholen. So, dann sollten wir am besten gleich die Helden an die Front schicken. So, zack. Hier oben könnten wir eigentlich auch mal einen Schmiedeflügel bauen. Können wir nämlich mal die Upgrades erforschen. So. Killt den Rambock. Sauber. Okay, Galadriel nicht zu weit in Front. Ich bin Legolas aus dem Waldland. Sehr gut. Ja, eigentlich sollte es jetzt nicht mehr viele Probleme geben. So hoffe ich doch. Der Feind kommt über uns. So, kommt mal hier hoch. Jetzt legen wir nämlich los mit Tauriel. Und den Helden, die mal ein wenig vorrücken. Und ihr alle drei werft jetzt auf die Zitadelle, während Grimbjorn mal da drauf geht. Wir kommen aus Düsterwald. So, Baumbart zieht sich mal ein wenig zurück. Bringt sie aus dem Gleichgewicht. Wir müssen Sauron ziehen. Die ersten Düsterwaldwachen sind auch am Start. Stärker als die Grundfesten der Erde! Auf geht's, Galadriel, auf geht's! Sauber. So, schön auf die Zitadelle werfen. Alles auf aggressiv. Hier nochmal den verzauberten Fluss. Dann können wir nochmal Radagast ranrufen. So, einmal heilen die Jungs. Sehr schön. So. Viel dürfte jetzt hier eigentlich nicht mehr schief gehen. Wenn ich das richtig sehe. Hoffe ich doch mal. Sieht zumindest nicht so schlecht aus. Haldir, geh du doch auch mal auf den Nahkampf. So. Radagast. Hol dir ruhig ein bisschen Unterstützung. So, 10 Fähigkeitspunkte sind es noch nicht ganz. Aber immerhin. Ihr bringt Großes. Ich bin verwundet. Haltet sie in Schach. Okay. Lauf, mein Junge, lauf. Bleibt bei mir. Ihr könnt hier natürlich auch mal mit drauf gehen. Naja, du ziehst dich doch gerade schon zurück. Die Ents sind doch sauber mit im Fernkampf vertreten. So, eigentlich dürfte Isengard jetzt nicht mehr groß die Überlebenschancen haben. Schlangenzunge. Wer darf sich denn mal Schlangenzunge vorknüpfen? Ja, Galadriel, mach das mal, ne? Lass sie mal ein bisschen kreiseln da. Den kleinen Drecksack. So, Tornado kann schon mal da oben hingehen. Was wir natürlich auch mal machen könnten, ist hier natürlich die ganzen Upgrades, aber auch mal hier endlich meine Schmiede bauen. Die Festung ist gefallen. Welche Festung ist gefallen? Die feindliche Festung. Die feindliche Festung ist gefallen. So sieht's aus. So. Ich denke, es ist langsam mal vorbei mit Isengard. Aber war vielleicht schon eins unserer krassesten Gefechte hier. Würde ich schon so sagen. So. Das war es aber noch nicht. Denn da oben steht ja noch diese Dunländer-Hütte. Wo der gute Sturm immer noch wütet. Alter, den Enting haben sie auch geplättet. Ah, die sind schon echt widerstandsfähig, das kann man nicht anders sagen. Aragorn in Dunedain.
So, war's das? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich war es das auch noch nicht. So, dann bauen wir hier doch auch nochmal ein Endting. Und ziehen mal zu diesem Vorposten da oben weiter. Ja, meine Ents auch schon auf respektablen Stufen. So, hier oben können wir nochmal eine Lothlorien-Zitadelle hinsetzen. Da kommt auch der Siegtimer. Besser spät als nie, würde ich dazu sagen. So, können wir hier noch ein paar Düsterwaldwachen rekrutieren. So, da steht da auch noch was. Sehe ich das richtig? So, und da oben haben wir noch ein paar Dunländer. Meine Güte. So. Vielleicht werden wir hier ein, zwei Bataillonen zurückholen. Dann holen wir uns nämlich noch ein paar Ents ran mit dem guten Flinkbaum. Wenn der Enting gleich fertig ist. Denn Ents finde ich schon hier etwas epischer. So, Flinky. Zack. Und weiter vorrücken. Galadriel kann hier ruhig mal vorrücken. Und da oben haben wir die letzte Dunländerhütte. So. Da kommen doch schon meine nächsten Ents. Sehr schön. Kannst du hier nochmal deine Verteidiger antreten lassen, lieber Haldir? So, ist das Wulfgar? Ne, das ist ein Normalo. Okay. Dann versammelt euch mal kurz hier. Und dann würde ich sagen, beenden wir es. Nice. Jo. Das war also Fangorn. Der Wald Fangorn. Wo wir Isengard doch recht spektakulär, würde ich jetzt sagen, in die Knie gezwungen haben. Gewonnen. Sehr schön. Ja, Einheiten waren wir am Ende besser, sonst Isengard immer besser. Auch bei den Gebäuden war Isengard eher stärker. Rohstoffe waren wir am Ende ganz da dominant. Mal sehen, wie der Endstand aussieht. Ja, am Ende sind wir ihnen nahe gekommen, aber sie waren angeblich immer über uns, aber brutal Isengard auf dieser Karte ist auch echt übel, muss ich sagen. 34 Minuten, 51 Sekunden, 13 ausgebildete Helden, 7 gefallen, 14 bei den Feinden, aber Verhältnis besiegter gefallener Helden 11,81 gegen 0,11, das zeigt schon, wer ein bisschen besser ist. Der Kastanien-End hier tatsächlich in Fangorn und unser Lieblingseinheit, so muss es ja auch irgendwo sein, passend zu dieser Karte und ja, Rohstoff in Helden investiert, hat Isengard sogar mehr. War aber insgesamt sehr, sehr in Ordnung, würde ich sagen, und wir fahren fort. So, das heißt, wir werden jetzt weitermachen, nachdem Fangorn abgeschlossen ist, mit der nächsten Karte, und das ist Forlindon. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao!